Hey, was geht ab, Leute, Junge? Fangen wir mal schnell an Genera, das hier in der Gegend war. Dann müssen wir zu einem Raid. Kleiner, chilliger Abstecher hier am Abend. So. Easy. Boah, da kämpft jetzt jemand gerade die Arena hinten kaputt. Ja, ich hab doch gesagt, wir setzen uns gleich. Ich dachte, du meintest, wann gehe ich wieder rein in die Arena und dachte, Alter, machst du denn? Das ist so, wenn wir gewinnen, Alter. Okay. Das meintest du. Schlechte Verfahren. Nein, das habe ich jetzt nicht gemeint. Aber ich bin aber da machst du dir Namen. Schau, wenn du die Dinge dann gewinnst, dann. Das war so ein hoffnungsloser Fall. Xander hat rausgerissen. Die haben in Aquana angefangen und jetzt schaffen sie es nicht. In Aquana? Ich war in Oberhausen. Der will den ist hingefahren, gestern. Oberhausen. Komm, ja, er meint, dass Mo in Fasing auch war. Ich kenne mich da nicht mehr so aus. Achso, das meint er, ja, ja. Kann damals hast du auch gefangen, oder? Ja, ja, genau, das war das Event. Größere Event, das war ein exklusives Event für dich. Achso, okay. Und wie viel 100 Dollar hast du jetzt? Einen. Einen? Okay. Nicht mehr rausgefahren? Nein. Mhm. Und sonst, was ist so das Beste? Alter, bist nicht rausgefahren nach Oberhausen? So. Er meinte nicht für mehrere. Ach so. Du warst ja in Oberhausen, oder was? So. Ja, das Lustige ist, die mussten ja draußen rumfahren, weil sie... Wie viel kenn ich, hast du gemacht? Was denn? 300 oder so. Glitter. Ja. Schwul geworden. Neues Make-up. Komm. Wie lang ging das in Oberhausen? Ich habe gehört, das war insgesamt nur 2 Stunden. Wie bist du so weit weg? Nee, 8 bis 8. Also theoretisch, offiziell war eigentlich 10 bis 8, aber 8 bis 8. Er tut so, als würde er nicht Pokémon spielen. Und hat sich so gelohnt. Also ich habe hier und da ein paar Fotos gesehen von so Screenshots halt, was da alles gespawnt ist und so. War schon eine gute. Nee, nächster, der soll gleich wieder mit reinsteigen. Gehen wir schon mal rein, dann müssen wir nicht so lange warten. Hi, sorry. Ja, ja. Habt ihr schon gemacht oder was? Nee, nee, schon drüber. Wir rein. Wir machen schon die zweite. Die Kamera. Und ja, das ist schon lustig gewesen. Ja. Komm, du wirst was für einen Namen. Also ich meine, wenn ich der Admin bin, okay, dann kann ja, ich hier und da mal. Nee, nee. Ein Raid hier. Ja, letztes Jahr warst du rum, weil du hast noch 2 Raids gemacht. Was verfällt denn jetzt? Ich muss den Magma Raid machen. Ja, ich habe euch alle gehasst, ey. Ich sag's euch. Ja, hast du wenigstens gefahren. Das ist Boah, das ist auch. 11 mit Gelb und 9 mit Rot. Ich habe auch 11, das ist schön. Aber fangen muss man halten, das ist das andere Haar. Ach, mein Gott, schlecht ist das. Kein Kopf. Oh, nein, auch wieder. Ich dachte, vor die Witz, nur mein. Ja, also läuft doch, komm, der wird super werden. Beste Ball. So. Also ich habe mit einer normalen Himbeere gefangen. Ja. Ohne alles. Und bei dem weiß ich es nicht. Da hat er was gemacht. Oh mein Gott! Ich habe ihn auch. Beweg dich nicht so gerade. Stell's mal vor. 98%. Wow. Zweite Chance. Alter. Yeah. Wie gut ist 98%? Ich glaube es. 1922. Müsste schon sein. Er ist nicht 100? Nein, 1930 ist 100. Okay. Ja, 22 ist entweder 96 oder 98. Ja, ich weiß, ja. Knapp ist der. Ich hoffe 98. Warte, ich hab diese. Was sagt er bei.
HP und Defense 15. So, das war's. Zum Abschluss, bevor Ente jetzt die nächsten paar Tage verschwindet. Übermorgen, glaube ich, sogar schon. Auf jeden Fall in den nächsten paar Tagen ist er weg. Und dann kommt entweder Geico oder Suicune. Schreibt unten in die Kommentare, welchen von den beiden ihr mehr mögt. Ich habe euch jetzt noch meinen besten gezeigt, den ich jetzt gefangen habe. Nicht nur Entei-mäßig, sondern allgemein legendärmäßig. 98%. Das Beste, was ich überhaupt gesehen habe. Bei den Vögeln Arctos, Zapdos, Lavados und Lugia habe ich nicht mal annähernd 98 gesehen, nicht mal 96. Da war 93, glaube ich, das Beste bei Arctos und das habe ich dann auch gefangen. Bei den anderen jeweils 91, also immer das Beste gefangen. Jetzt zum Glück auch hier. Ich habe mal einen 98er bereits gesehen. Entei, der ist mir leider abgehauen. Jetzt hatte ich zum Glück nochmal die zweite Chance und diesmal bekommen. Schreibt auch unten in die Kommentare, wie viel IV euer bestes Entei hat. Und viele Leute fragen mich immer, mein Entei hat so und so viel oder allgemein von den Legendären, es hat so und so viel IV, soll ich das pushen hauen? Ja, nein. Mein Tipp war immer, wartet bis die weg sind. Die Vögel waren ja nur eine Woche da und dann am Ende hat man schnell gesehen, was man alles hatte. Hier hatte man mehr Zeit, mehr Chancen. Wäre es nur eine Woche gewesen, nicht 30 Tage, dann hätte ich kein 98er gehabt, sondern, was war mein anderes? 93. Also schon ein großer Unterschied. Dementsprechend, wie ich sage, immer warten bis zum Ende. Ich habe jetzt bis zum Ende gewartet und habe jetzt einen 98er. Theoretisch würde ich den auf Max pushen. Nur momentan braucht man halt Entei nicht auf Max. Und ich bin gerade wieder im Sternstaub-Sparmodus. Sprich, es wird erstmal nichts ausgegeben. Vor allem jetzt nicht während des Events. Aber das war's. Wie gesagt, mein Tipp. Wartet einfach bis zum Ende und dann pusht den mit den meisten IVs, den ihr gefangen habt. Falls ihr überhaupt pushen wollt. Aber das war's. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare, was euer bestes Entei ist. Und was ihr als nächstes jetzt sehen wollt. Raikou oder Suicune. Und ich gehe jetzt weiter farmen. Ab nach Parsing. Folgt mir auf Instagram, Facebook und Twitter. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.